Hallo und herzlich willkommen zurück bei Antichamber. Wo ich jetzt gleich weiß, wo wir sind eigentlich. Aber wir haben ja doch eigentlich schon recht viel geschafft, oder ich weiß es eigentlich nicht. Wenn das hier doch alles ausgefüllt wird, dann haben wir nicht viel geschafft. Time remaining. 43 Minuten noch. Ist gut. Stuck in a rut. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ich weiß auch nicht, wie wir auch weiterkommen, ehrlich gesagt. Too many lasers. Ich nehme an, da wo die Pfeile sind, können wir noch weiter. Wo geht's denn hier noch hin? Hier war ich doch schon. Richtig. Richtig. Oh. War ich hier schon? What looks out of reach may only be away a few steps. Ach ja. Richtig. Da komme ich so nicht durch. Davon. War ich hier schon mal? The End. Nein! Ich bin schon wieder... Jetzt bin ich wieder hier. What? The solution to a problem may just require more fruit to grow fruit than us. Das löst sich also auf. Moving through a problem slower may help fight the solution. Wo bin ich denn jetzt hier? Weiter. Wo geht's hier noch lang? Es löst sich wieder auf. Hilft mir nicht. Ach Gott, da hinten ist eine gelbe. Ab. Hier hin. The right answer may also be the most obvious ones. Und weg ist alles. Thank you.
8. Kennt sich genau aus. Schade. Was? Ich würde aber lieben gerne... Mal auf. Sometimes we only have just enough to get by. What? What? Ach. Jetzt ist die Frage, wo geht's hier hin und wo kommen wir da drüben hin? Similar problems can have entirely different solutions. Ja, da kann ich ja raufhüpfen an sich. Aber ich will doch gewiss, was hinter der Tür dort hinten ist. Zack, 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 zack. Understanding a problem requires filling in the pieces. Jetzt löst sich wieder auf. Da will ich jetzt nicht hin. Also gehe ich wieder dorthin. Versuche mir deinen Weg aufzubauen. Kann ja eigentlich nicht zu schwer sein. Schon eins zu hoch. Das auch. Okay. Zack, zack, zack. Going a certain way may require building your own path. Was hier gespielt wird. Old skills are useful even after we have learned new ones. Genau. Sehr schön. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ha? Das ist mühsam. Wunderbar, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. If you aren't paying attention, you will miss everything around you. Huh? What? Get past the problem, you may just need to keep pushing through it. Wo sind wir jetzt? Wenn ich fragen darf. Getting where we want may require jumping through some hoops. Ja, toll.
Ah, sehr schön. If you aren't paying attention. Huh? Throwing yourself into things can take you to new heights. Auf. Ja, das war die Dummheit, die ich je hätte tun können. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir waren jetzt hier. Oder hier? Mann, hier eindeutig. Das sind aber Sackgassen, da geht es jetzt gar nicht mehr weiter. Da habe ich aber auch anscheinend ausgebaut. Wieso habe ich das nicht geschafft? Deswegen habe ich es nicht geschafft. Da falle ich dann auch automatisch in den Mund. Wenn ich springe auch. Wieso falle ich da dann? Darf ich jetzt nur nicht den Boden berühren oder was ist jetzt das Spielchen? Ja, das mal nicht. Was sieht das, wenn ich das so gehe? Das hatten wir jetzt schon. Yep, das hatten wir jetzt schon. Hmm.
Rings with Darkness. Was haben wir hier? Don't look down. Don't look down? Ist das jetzt die Lösung gewesen? Science may be helping you more than you realize. War das jetzt die Lösung? Ich glaube nicht. Some hurdles are too high to jump over. Ja, blöd, dass ich jetzt nichts mit... Oh, das habe ich schon gemacht. Das, glaube ich, hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir alles schon einmal. Oder Pissipus Mephys. Oh! Jetzt mal hier. Rushing through a problem won't always give the right results. Das fand ich jetzt cool. Wo komme ich denn hier hin? Shift SD Space. Oh. Mein Gott. Mach ich noch einmal. Boah, das zerstört einem das Gehirn. Okay, jetzt sind wir wieder bei diesem komischen Kabinett hier. Da geht's ja rein, richtig. Wir haben eigentlich eh schon viel. 25 Minuten nur noch, das heißt eigentlich... Ja, wir können jetzt hier eine Folgenpause machen. Das heißt eigentlich, haben wir dann noch eine Folge, das hier zu schaffen. Oh je. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Antichamber. Bis dann. Ciao.